Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es geht zur Jahreszeit passend und zu unserem aktuellen Getränkestatus passend um Wiener Wein. Ja, wir waren schon in Grinzing und haben uns dort ein bisschen umgeschaut. Das ist ja quasi das typischste und bekannteste Weinhauerdorf rund um Wien. Und und haben uns in der letzten Folge dem Wiener Wein gewidmet und so widmen wir uns auch diesmal wieder dem Wiener Wein. Und zwar werden wir nach Sievering spazieren und so ein bisschen da diese wirklich alten Weingegenden anschauen, auch einen Abstecher nach Neustift und nach Salmansdorf machen. Aber bevor wir nun weiter wandern, möchten wir euch noch auf ein Hörbuch von Audible hinweisen, das ein anderes sehr wienerisches Thema aufgreift. Es ist der Tod. Und da geht es im Hörbuch der Übergangsmanager darum, wie der Tod heute so arbeitet und was ihn dann doch bewegt. Er hat ja was Menschliches, er ist ja angeblich ein Wiener. Und das, in diesem Buch geht es auch recht wienerisch zu, nämlich mit einem Augenzwinkern und aber auch melancholisch zugleich. In diesem Buch geht es darum, der Tod mag früher einmal ein Mann mit langem Umhang und Sense gewesen sein. Heute ist es der Übergangsmanager, der im zeitlosen schwarzen Einreiher seine Klienten mittels App über eine Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Doch eins ist gewiss, einen stressfreien Job hat er nicht. Und so passiert es, dass der Übergangsmanager eine junge Frau ins Jenseits begleiten muss. Dabei gibt es technische Probleme, die beiden kommen ins Gespräch über Leben und Tod. Vielleicht machen sie sogar einen Podcast. Obwohl das eigentlich nicht gestattet ist und reden sie auch über das Leben danach. Und das, liebe Hörerinnen, zieht natürlich gewisse Probleme nach sich, eh klar. Welche Probleme das sind und welche Folgen dieser Job für die beiden Protagonistinnen dieses Buchs hat, nämlich den Übergangsmanagerin und die junge Frau, das hört ihr exklusiv auf Audible in Der Übergangsmanager. Die ungekürzte Hörbuchfassung ist ausschließlich im Download unter www.audible.de erhältlich. Ich bin ja gespannt. Was glaubst du, Fritzi, gehen die beiden vielleicht auf ein Glas Wiener Wein in der Nähe des Sieveringer Friedhofs? Sie würden gut daran tun. Genau, okay. Das ist eine gute Idee. Wir gehen nämlich jetzt in dieser heutigen Folge am Sieveringer Friedhof gehen wir vorbei. Gehen wir vorbei, den lassen wir links liegen. Den lassen wir links liegen, sondern wir widmen uns wieder dem Wiener Wein. Ich sage heute mal Cheers. Und yes. Cheers. Prost. Entschuldigung. Trink mal. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir vom Wiener Wein in Sievering. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, woher kommt eigentlich der Name Sievering? Sievering ist, wie es dir vielleicht schon aufgefallen ist, ein echter Ing-Name. Mhm. Wird im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Ist es von Siever? Hat aber damals Suffering geheißen. Suffering? Suffering, ja. Na, Suffering, und was bedeutet Suffering? Das? Dass man vom Säufer abstammt. Nein, du kriegst jetzt nichts mehr zum Trinken. Nein, ne? Da haben Leute gewohnt, die zu einem Mann namens Sufer oder Sufer gehört haben. Mhm. Also das ist Ing, ist immer die Gesellschaft, die da dazugehört hat. Gang. Bitte? Die Gang vom Sufer. Die Gang, ja, die Sufer-Gang. Die Sufer-Gang. Okay, also es kommt nicht von Severin, wie ich immer gedacht habe. Nein, aber das ist seit dem Mittelalter schon, wurde das angenommen, aber das ist überhaupt nicht nachweisbar, während der Suffering eben nachweisbar ist. Okay. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, irgendwie von Grinzing darüber zu gehen nach Sievering über die Himmelstraße und über die Bellevue-Wiese. Das machen wir aber nicht, sondern wir nähern uns Sievering von unten quasi. Ja. Von der, was ist das, Döblinger Hauptstraße? Nein, Billrothstraße, die Billrothstraße meinst du fast, teilt sich das dann einmal rechts in die Grinzinger Allee, wo du mit dem Dullier gehst. Und, ja. Und mit dem 38er fast? Und mit dem 38er fast. Und früher ist eben der 39er Grauthaus raufgefahren, die Sieveringer Straße. Mhm. Den gibt es aber nicht mehr, oder?
Na, das ist jetzt der 39 auch der Autobus. Ach so, der Autobus. Und das ist unter Sievering. Weil Sievering ist wie so vieles geteilt gewesen, unter Sievering bis zur Agnesgassen ungefähr und dann Obersievering. Wobei unter Sievering immer der besser entwickelte Teil war. Aha. Und wenn du da heute rauffährst, ist, genau, und wenn du da heute rauffährst, siehst du, dass da sehr schöne, wohl Mietshäuser, natürlich auch einzelne Villen, aber Mietshäuser, aber sehr schöne gepflegte Häuser stehen. Mhm. Das hat aber noch nichts von einem Weinort an sich. Weil der Weinort Sievering ist dann in Obersievering. Auch, aber fängt eigentlich an, wenn du die Situation kennst, irgendwann einmal teilt sich das und das ist so wie ein kleiner Anger in der Mitte. Ein Anger, was ist das? Anger war ja immer früher so eine Dorfwiese. Der öffentliche Fleck. Aber das ist so wie so, also so ein Oval ist, da geht rechts die Windhabergassen rauf und links die Sieveringer Straßen. Und dort, wo sich das teilt, fängt eigentlich der Weinort Sievering an. Da hast du auch stehen neben einem Brotmann, die Statue von einem Brotmann, hast auch so eine Tafel, die eben oft in diesen Weinorten ist, wo ausgesteckt ist. Okay, der Brotmann hat aber nichts mit dieser Bäckereikette in Wien zu tun. Ist aber, ja, wäre. Sollten wir mal fragen, vielleicht wollen die uns sponsern. Wäre eigentlich jetzt heute angebracht, leider nicht. Gute Idee, aber. Okay, also da teilt sich das, da ist dieser Anger, aber, und was ist da? Ist da irgendwas Besonderes rund um diesen Anger? Die Sieveringer Straßen und dann ist links rauf, früher war etwas, was mit Wein aber überhaupt nichts zu tun gehabt hat, nämlich die Sieveringer Filmstudios. Aha, von denen habe ich noch nie was gehört. Na, aber vom Sascha Kolowrat hast du schon was gehört, Sascha Film. Ja, weil wir haben noch ja mal in einer frühen Folge gesprochen von Sodom und Gomorra. Am Jahrberg. Da war ich schon mal, stimmt. Du warst schon in Sodom und Gomorra? Nein, in Sodom oder in Gomorra, ne, diese Stadt in Israel. Ach so. Eine, oder? Sodom und Gomorra, naja, wo Sodom war, aber gut, das andere Geschichte. Okay, ja. Später dann. Ja, und jedenfalls dort waren die Sieverdinger Filmstudios und die haben eben, wenn so Kolossalfilme gedreht worden sind, konnten die dort nicht gedreht werden, sondern es ist ausgelagert worden. Eben am Laherberg zum Filmteich oder dann war in der Nähe, im Prater, in der Nähe von der Rotunde, hat man aufgebaut, London in Wien einmal. Also das war so. War doch auch schon Venedig in Wien und Venedig ja, im Regen. Ja, es war eh so in der Art. Und dieser Sascha Kolowrat war ein sehr innovativer Mann, der aber dann sehr jung oder relativ jung gestorben ist. Und der hat schon im Ersten Weltkrieg hat der Wochenschauen gedreht. Aha. Und einen Film, der geheißen hat Wien im Krieg. Ui. Und der hat eine Konkurrenz gehabt. Und da müssen wir jetzt lang zurückgehen in unseren Podcasts. Und zwar in den Dreamland Studios. Die waren doch im 19. Bezirk. Waren das die dabei, da bei der Hohen Warte? Genau, auf der Hohen Warte. Schau, wie gut ich aufgepasst habe. Ja, sehr, sehr toll. Dort, wo der Hangar war, der Flugzeughangar, und wo nachher das Bad, das erste, das Hohe Wartebad war. Und die sind aber bald eingegangen. Und dann, bitte? Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen, die mache ich sehr gern. Ja, die ist auch nett. Und wie alle übrigens. Wie alle, aber die alle habe ich besonders gern gehabt. Und dann hat es noch die Rosenhügel-Studios gegeben. Ja, genau, und die gibt es ja irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, oder? Und das war, ja, da macht man auch viel Fernsehen. Und das waren die drei Filmstudios. Ach so, cool. Und dann, aber war gar nicht so, also sicherlich noch in... Ich weiß nicht, ja, also nicht vor so langer Zeit haben sie diese Sieveringer Studios weggerissen und haben eine Wohnhausanlage gebaut. Nennt sich Wohnatelier, diese Wohnhausanlage. Und der Eingang in die Wohnhausanlage ist der alte Eingang in die Stube, in die Studios. Das ist sehr cool. Wow. Nicht schlecht. Klingt echt nett. Okay, und dann, also das, du hast mir irgendwie, ich habe das erst ziemlich auf der Karte angeschaut, das ist der Willi Forstweg, oder? Ich meine, das ist ja auch so ein Typ, so ein Schauspieler, der hat doch die Willi Forst Villa, haben wir auch schon mal besprochen. Genepark, 14. Ja. Nicht schlecht. Okay, und dann, also da war diese Straßenbahnlinie 39.
die und übrigens auf der Sieveringer Straße nur eingleisig geführt wurde, weil es so schmal war. Aha. Hat immer einer einen Zug warten müssen, bis der andere gekommen ist oder vorbei war. Okay. Und ja, und was war da bei dieser Straßenbahnstation? Da gab es ja eine besondere Besonderheit, oder? Genau, da hat in den 70er Jahren oder 80er, glaube ich, 1970er, eine Gans gewohnt auf den Schienen. Eine Gans gewohnt eine auf Gans, den Schienen? Die Ganslinie. Also ich meine, ich hab das, weiß es nur aus der Literatur, habe das selber nie gesehen. Auf jeden Fall hat da der Schaffner oder die oder der Fahrer, weiß nicht, ob das schon schaffnerlose Straßenbahnen waren. Oder Schaffnerinnen. Oder Schaffnerinnen natürlich. Er hat aussteigen müssen und hat die Gans von den Schienen heben müssen und dann weiterfahren. Und da gibt es jetzt so also eine kleine Statue von der Gans Lilli. Sehr voll süß. Ja, herzig, nicht? Und vor allem jetzt so passend zu Martini. Stimmt, Gans Lilli zu Martini. Njam, njam, njam. Okay, aber also Gans Lilli wohnt nicht mehr dort, der 39er fährt auch schon nicht mehr. Naja, Zeiten ändern sich. Wir passieren diesen Friedhof, über den wir nicht reden, weil er nicht so besonders interessant ist, oder? Nein, der ist ja außerdem schon, sind wir eh schon vorbei. Ich habe nur in der Vorbereitung gelesen, dass da die Wilma Degischer begraben ist, die die Erzherzogin Sophie in Sisi-Filmen spielt. Ja, und die Frau Floriani. Das ist wer? Das war die erste Radiofamilie. Familie Floriani mit der Wilma Degischer und mit irgendeinem Dimmig, mit Hermann, mit dem es verheiratet war. In Wirklichkeit also die Wilma Degischer ist die Frau Floriani dann? Das war die Frau, ja. Die. Ah, okay. Die waren ja ein bisschen lalle, ist es meinem Sherry-Konsum geschuldet. Genau, also eine gute Wein, Worldwide Wine. Okay, ja, also jedenfalls, da ist also die Wilma Degischer, Sisi-Filme, Fernsehfamilie, aber dann geht es zur Kirche weiter. Dann geht es zur Kirche. Die Kirche, die ist nämlich dem heiligen Severin gewidmet. Doch, also das ist das Patrozinium ist der heilige Severin, weil man glaubt hat, dass der im 5. Jahrhundert dort missioniert hat, was aber in keiner Weise nachgewiesen ist. Mhm. Und die Kirche ist, hat noch gotische Bestandteile, ist aber natürlich Türkenbelagerung und so weiter zerstört worden und auch altersmäßig und ist dann neugotisch ergänzt worden, mehr oder weniger. Ja. Steht so ein bisschen auf einer Anhöhe. Ja. Okay. Und was ist da, aber da gibt es irgendwas Besonderes auch bei der Kirche, oder? Ja, was ich immer, ich weiß nicht, ob es nur mir so sonderbar vorkommen ist, dass direkt, also auf der Straße, eben auf der Straße, am Straßenniveau, ist ein altes Pissoir noch immer eines der letzten in Wien oder eines der wenigen, so ein rechteckiges. Es hat ja runde Pissoirs, die du vielleicht nicht mehr kennst. Nein. Aber rechteckige gibt es. Jetzt nur etliche, wo man links und rechts reingehen kann. Und du weißt ja, diese Pissoirs hat der Beetz, ein gewisser Wilhelm Beetz nach Wien gebracht. Ja, das weiß ich nicht, aber erzähl. Ja, dieser Wilhelm Beetz hat erstens einmal den Siphon erfunden. Das heißt, echt eine coole Erfindung ist, dass es nämlich nicht stinkt. Genau, ein Geruchsverschluss. Der hat auch die Klos am Graben gebaut und also viele Klos. Mhm. Und der hat auch einen Ölanstrich erfunden, das Urinol hat das geheißen. Und mit dem sind die Pissoirs bis auf 1,5 Meter oder was bestrichen worden. Das ist ein Ölanstrich gewesen. Mhm. Und weil man hat ja keinen Wasseranschluss dort gehabt. Ne? Und der war angeblich geruchsbindend, was ich leider nicht bestätigen kann. Weil wie ein Kind war, hat es sehr viele Pissoirs gegeben und ich kann mich sehr gut erinnern, das hat immer mörderisch gestunken. Also dieses Urinol Wilhelm Beetz war halt vielleicht dann für weniger Gebrauch ausgerichtet, kann ich nicht sagen. Ja, also auf jeden Fall aber warte mal ganz kurz, da muss ich aber jetzt nachfragen. Ich finde das nämlich Klos im öffentlichen Raum extrem spannend. Gab es dann eigentlich bei diesen vielen Pissoirs, gab es dann auch Pendants für Frauen? Nein, es hat die Klos gegeben, die richtigen. Die zum Beispiel beim Stubentor
ist ja nur eine richtige Kloanlage. Ja, genau, das kenne ich. Und das war für Damen und Herren, es war auch, glaube ich, sogar zwei Klassen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da hat es gegeben, da hast du gezahlt, bei einem 60 Kreuzer, beim anderen 80 Kreuzer, sagen wir, ich weiß jetzt nicht genau. Mhm. Und bei einem war ein Globerbier und beim anderen nicht. Also so in der, okay, in der Art war die Klassifizierung. Also da konnten Frauen natürlich hergehen. Aber ich finde es nämlich wirklich, in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, gibt es ja nach wie vor sehr gut gestaltete öffentliche Toilettenanlagen und ich finde, das fehlt eigentlich so ein bisschen im öffentlichen Raum. Aber vor der Kirche in Sievering kann man zumindest noch pissen gehen als Mann. Ja, kann man. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Aber es ist nicht nur ein Klo dort, es ist auch ein heiliger Johannes Nepomuk dort, was vielleicht sogar passend ist, weil ich habe ja gesagt, Johannes Nepomuk ist überall dort, wo ein Wasser ist. Wo ein Wasser ist. Also wo ein Fluss ist, das stimmt, das passt ja eigentlich total gut. Ja. In Wirklichkeit. Ja, Fritzi, du schenkst dir gerade nach. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, hier eine kleine Pause zu machen, bevor wir jetzt weiter wandern. Denn es gibt noch viel zu entdecken in Sievering. Ich würde mir jetzt auch mal meinen reinen Wein einschenken. Und, oh, in den Becher mit dem Fächer? Ja, nein, in den Pokal mit dem, wie heißt es? Mit dem Portal. Mit dem Portal. Oder in den Kelch mit dem Elch. In den Kelch mit dem Elch. Bevor wir nämlich dann wirklich zum Heurigen, nach Obersievering wandern, wo dann wirklich die Heurigen sind. Oh mein Gott, Fritzi. Bitte. Vor allem, wir müssen aber trinken, weil nur kurz gesagt, dass daneben, neben dem heiligen Nepomuk auch ein noch eine Säule ist, die eine Pestsäule ist. Und da muss man sich ja davor schützen. Ja, so wie in diesen Zeiten. Das ist genau, man muss ja schauen, dass man die Bakterien und Viren abtötet. Und diese Pestsäule ist in Form eines Gnadenstuhls. Was ist das? Hat das mit dem Klo zu tun? Hat mit Klo überhaupt nichts zu tun, aber mit der Pest. Und ein Gnadenstuhl ist, wo Gott Vater das Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus in den Händen hat. Er sitzt meistens. Stehend könnt ihr jetzt nicht sagen, er sitzt meistens und hat eben in den ausgebreiteten Händen das Kreuz, wo Jesus da ist Jesus drauf gekreuzigt. Der gekreuzigte Jesus drauf. Und das ist ein Gnadenstuhl. Und das sieht man öfter. Und dort ist es eben so in Form einer Bestsäule. Beim Sievering, Bei der Sieveringer Kirche ist also, geht es gleich rauf zu den Weinen, es ist ein Pissoir und ein Gnadenstuhl. Ich finde es großartig. Ja, das klingt aber äußerst blasphemisch irgendwie. Ja, ich glaube, für heute belassen wir es dabei. Ja. Und wir werden uns demnächst wieder und wandern weiter nach Oberdöbling und dann endlich in die Weinberge. Nach Obersievering. Entschuldigung, Obersievering. Und dann zu den Heurigen. Mal schauen, was dort dann passiert. Ich sage für heute Servus und wünsche dir einen schönen Abend und sage Prost, liebe Fritzi. Prost, Edith. Bis nächstes Mal. Servus. Prost, liebe Hörerinnen und Hörer. Und alles Gute, bleibt gesund. Ja. Bitte. Jo. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.